Schönen guten Tag. Mein Name ist Andreas Busch vom DUB Unternehmermagazin. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Winner Talk im Rahmen des Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte, dem Sie ausgezeichnet wurden. Ich begrüße Frau Nelke von L. Prieps und Herrn Nelke. Korrekt. Und wir wollen jetzt kurz darüber sprechen, wofür Sie ausgezeichnet wurden. Aber fangen wir mal an mit dem Begriff Nachhaltigkeit. Das ist ja ein weiter Begriff und für viele hat er eine andere Bedeutung. Welche Bedeutung hat er denn für Sie? Also Nachhaltigkeit wird ja sehr missbraucht, der Begriff leider, weil jeder sagt, irgendwas ist gleich nachhaltig, wenn eine Shampooflasche recycelbar ist. Nachhaltig ist für mich, man darf der Natur nicht mehr nehmen, als sie wieder generieren kann. Das kommt ja aus der Forstwirtschaft ursprünglich. Da ist der Begriff Nachhaltigkeit eigentlich geboren. Das heißt, man nimmt so weit und so viel, wie ich auch nachwachsen kann, damit ich einen Ausgleich habe. Und das ist auch unsere Maxime, wo wir dann hin möchten, dass wir generell unsere Produkte, das ist sehr schwer in Zukunft, in diese Richtung entwickeln, dass man der Natur oder dass man nicht so viel entnimmt, als entstehen kann. Also wie im Augenblick ist ja die Erde, sage ich mal, wird ja mehr entnommen, als sie produzieren kann. Und wir versuchen dahin zu kommen, dass wir wenigstens mindestens einen Ausgleich schaffen, dass wir nicht mehr entnehmen, um unsere Produkte dann im Prinzip nachhaltig dann zu gestalten. Das ist der Begriff Nachhaltigkeit. Also nicht mehr entnehmen, als die Erde oder die Natur uns geben. Und das ist sehr schwer, das sagt nicht leicht. Frau Nelke, stimmen Sie zu oder Gegenrede? Nein, ich stimme zu. Also ich finde auch dieser ganzheitliche Ansatz, den man da sehen sollte, also wirklich sein Handeln denken, was das für die Ressourcen für eine Bedeutung hat, dass ich halt wirklich nicht mehr verbrauche, als die Natur wieder hergeben kann, so eigentlich, wie man das auch treffend sagte. Ja, ausgezeichnet wurden Sie vom Deutschen Institut für Servicequalität, vom Nachrichtensender NTV und vom DUB Unternehmermagazin für ein Produkt aus Ihrem Hause, und zwar den Loop Deflex Petter. Bitte erklären Sie doch kurz, worum es dabei geht und wie es möglich ist, dass bei der Herstellung dieses Produkts nur die Hälfte der sonst üblichen CO2 entsteht. Ja, fange ich auch mal an. Ich mache die Produktentwicklung hier im Hause und es geht so, wir verwenden in erster Linie kein Leder, weil Leder ist zwar ein Naturprodukt, es ist ein Neben- bzw. Abfallprodukt der Fleischindustrie, aber bei der Entstehung entsteht sehr viel CO2. Und um das einzusparen, haben wir bei dem Schuh kein Leder verwendet, haben aber auch dann Kunststoffe verwendet, die schon mal verwendet worden sind, aus PET-Flaschen, die haben wir verwendet. Oder es wurden auch Produktionsreste, die anfallen, zum Beispiel bei der Sohlenherstellung. Dann fallen gewisse Austriebe, Anguskanäle, ist zwar Fachchinesisch, fallen an und es wird granuliert und auch der Sohle wieder zugefügt, dass also auch der Abfall minimiert und stark reduziert wird. Dann haben wir auch noch, um ihn nachhaltiger zu bekommen, haben wir Sturwolle eingesetzt von holländischen Schafen aus Nordholland, vom Dechselschaf genau genommen. Ich habe ja auch immer gedacht, es ist nur lebt auf der Insel, aber da wäre die Ressource ein bisschen gering an Wolle. Aber die Wolle haben die Riesenprobleme, die Wolle loszuwerden, weil das Produkt sehr uninteressant ist für die Industrie. Und wir haben uns gesagt, so das Schaf dient ja zur Landschaftspflege. Also wir sehen es ein bisschen anders als die Kuh, die wirklich nur ja, rein zur Produktion lebt. Und das Schaf, was jeder vielleicht auch kennt aus dem Nordholland-Urlaub, das ist die Wolle. Vielleicht hat man beim nächsten Schaf, hat man von dem Schaf, was man sieht, nächstes Mal was im Schuh, wer weiß. Und so versuchen wir auch regionale Produkte einzusetzen und die dort zu unterstützen. Es ist zwar schwierig, erst an sowas heranzubekommen, das System aufzubauen, aber es ist gelungen, es ist nicht einfach und es wird auch noch ein bisschen Hanf mit eingearbeitet.
Wenn man von dem Produkt Peter hört, es ist ja ein Sicherheitsschuh, ist natürlich der erste Gedanke, naja, Leder ist eher strapazierfähig und da kommt irgendwas Spitzes vielleicht nicht so schnell durch. Gilt das denn für dieses Kunststoffmaterial genauso? Also es ist ein ganz handelsüblicher Kunststoff, optisch, technisch, äußerlich. Da sieht man keine Unterschiede, es ist ein Polyester. Leder ist, ich bin auch ein Freund von Leder, muss man ganz klar sagen. Aber der Schuh ist für den Bereich entwickelt, für Indoor, für Lager, nicht für die Baustelle, sondern Leute, die im Inneren arbeiten, Schreiner, Lageristen, in diesem Bereich. Da ist die Anforderung nicht so stark, da laufen die mehr, das ist die Sohle ist ja wie vorher auch, die muss ja einen gewissen Zertifizierungsstand haben, also muss einen gewissen Abrieb haben, muss eine Durchleitfähigkeit haben. Und der Schaft, also die Schuh ohne Sohle, ist das Oberteil. Das ist eigentlich recycelt und das reicht vollkommen aus für Leute, die im Indoor-Bereich ihren Job ausüben. Also da hat die Strapazierfähigkeit von Leder, wird da nicht benötigt. Ja. Und die zweite Frage, die man sich zum Petter stellt, ist natürlich, es hört sich ja alles eher aufwendig an von der Produktion. Wie viel kostet das denn mehr als ein herkömmlicher Sicherheitsschuh? Und sind die Leute denn bereit, das Geld auch dafür auszugeben? Gute Frage. Die Leute sind, also es gibt da zwei Richtlinien. Also man sagt, so 10% wird es mehr das nicht kosten. Das hat die Erfahrung gezeigt, die wir so auf dem Markt gemacht haben, dass sie sagen, wir sind bereit, mehr zu bezahlen. Aber die müssen ja auch ihre Kosten im Blick und im Griff halten, diese Unternehmen. Und es gibt Unternehmen, die das vollkommen nicht interessiert, denen es völlig egal ist, weil so ein Schuh ist halt ziemlich weit vom Kopf weg. Ne? Und die sagen, es sind 10 Teile, ein 10-Teil, das liegt nicht im Fokus einer Firma. Die sagen, das ist eine Muss-Ausstattung und die möchten gerne alles sparen. Es gibt aber auch Firmen, die dann sagen, nein, wir möchten unseren Trägern, also deren Angestellten, was Gutes tun und die möchten der Umwelt auch was Gutes tun. Also da gibt es wirklich zwei Pole, muss man wirklich sagen, die sich da entwickeln. Das sieht man. Und die affin dafür sind, die jetzt in ihren CSR-Richtlinien drin haben, die steigen darauf ein. Auch Kommunen sind angehalten, mittlerweile immer mehr für die Nachhaltigkeit zu tun. Unser soziales Engagement, das war in der Vergangenheit 50% war der Preis, 50% die Qualität. Und das hat sich jetzt geändert in ein Drittel Qualität, ein Drittel Preis, ein Drittel Nachhaltigkeit und soziale Nachhaltigkeit, also beides. Und um wie viel Prozent ist der jetzt teurer als ein normaler Schuh? 10%. 10%. Ja, das geht ja nicht genau. Lassen Sie uns doch kurz einen Exkurs machen zu dem Unternehmen Elpriz. Das hat ja eine lange Geschichte, gegründet 1798. Wenn ich richtig überschlagen habe, sind das über 220 Jahre. Geben Sie uns doch mal einen kurzen Abriss, woher das Unternehmen kommt und wie es heute dasteht. Ja, begonnen hat das mit der Filzproduktion, also back to the roots, wirklich zu der Wolle wieder zurück, mit Hutherstellung und Filzschuhherstellung. Und dann kam halt in der Montanindustrie und Bergbauindustrie kam dann die Stiefel für die Stahlarbeiter hinzu oder für die Heizer in den Zügen. Und da hat sich dann halt für den Bergbau in erster Linie waren da die ersten Bergbaustiefel und die großen Bergbauwerke hier im Ruhrgebiet, unsere Kunden. Und das hat sich halt immer weiterentwickelt. Und heute sind die Schuhe ja sehr modern. Es wird immer mehr gefragt, je leichter, sportlicher sollen sie sein. Jeder möchte sie so gerne tragen wie seinen Sportschuh. Und natürlich, was hinzugekommen ist jetzt, sie sollen auch immer klimafreundlicher sein. Und das Thema Klimafreundlichkeit, das freuen wir schon ziemlich lange. Also unser Betrieb, also am Start der Reifen 2008 klimaneutral. Also wir messen seitdem unsere ganzen CO2-Emissionen am Standort, versuchen die natürlich möglichst zu reduzieren. Und das, was wir nicht reduzieren können, das investieren wir jeweils immer in ein Projekt. Im Moment ist es ein Waldschutzprojekt in Brasilien. Und wir haben uns halt zum Ziel gesetzt, bis 2040 emissionsfrei zu sein. Und das ist jetzt noch ein weiter Weg. Aber betrieblich, unser Ist betrieblicher das denn Standort. überhaupt möglich, wenn man Schuhe produziert, ganz ohne Emissionen und Nein. Nein, das ist nicht. Warum? Also es geht ja um den Standort hier. Wir selber, wir lassen unsere Schuhe
in Europa produzieren und teilweise auch in Asien. Wir hier sind klimaneutral, also mit unserem Handel, mit unserem Tun. Unser Gas ist klimaneutral zum Beispiel, aber wir fahren auch Elektroautos, aber für längere Dienstreisen benötigt man Verbrenner, das neutralisieren wir. Bei der Schuhproduktion, bei der Herstellung geht in Asien im Augenblick schwerlich, weil die haben keinen Ökostrom, die haben nur, ich sage mal, zum Beispiel China-Strom. Die haben einen Einheitsstrom, den kann man nicht differenzieren. Man kann nicht differenzieren, wie kommen die Leute zur Arbeit, mit dem Bus, mit dem Auto, mit dem Fahrrad, wenn man nicht differenzieren. Man kann nur gewisse Materialien dort einsetzen, recycelte Materialien, um dort reduziert den CO2-Preis zu reduzieren. In Europa in der Produktion ist es viel einfacher. Wir arbeiten mit einer Firma zusammen, die für uns die Schuhe auch herstellt, die mit Solarstrom, die eigenen Solarstrom arbeitet, die Ökostrom zukaufen. Die Leute wissen genau, die kommen im Bus, kommen im Fahrrad, den Anteil wissen wir genau und setzen natürlich auch dort regionale Materialien an, die in Europa zu bekommen sind und die keine langen Wege haben sollen. Und wir können das reduzieren. Ziel ist, und das ist das große Problem, was alle Schuhhersteller, alle Schuhfabriken, alle Schuhmarken haben, ist die Kreislaufwirtschaft. Die existiert leider noch nicht. Wir werden zwar angehalten, diese in Zukunft zu realisieren, der Staat, aber ich sitze in einem Gremium der Schuhindustrie mit inne und im Augenblick besteht das Problem, wie kriegt man den Schuh kostengünstig, relativ automatisch auseinander. Man produziert einen Schuh, um den Jahr zusammenzulassen. Ein Jahr nicht auseinanderfahren. Die Sohle darf nie abgehen. Und das muss man erst wieder lernen, dass das doch sein darf, aber planmäßig. Und das ist das erste Problem. Das zweite Problem, es besteht noch kein Sammelsystem für die Schuhe. Und das ist das nächste Problem. Also der ganze Kreis, der geschlossen wird, da arbeiten wir im Augenblick mit mehreren großen Firmen zugange, sehr große Firmen, um da eine Realisierung hinzubekommen. Aber wie Sie genau treffend gefragt haben, es ist noch nicht heute möglich und die Zeit wird knapp, um 2040 das Ziel zu erreichen. Aber wir gehen mit Hochdruck zugange. Also Materialien geht besser, aber das große Problem ist, was passiert nach dem Leben eines Schuhs? Wie kommt er wieder in den Kreislauf? Ob da Bänke rausgemacht werden, ob da eine Isolierung rausgemacht wird, aber er muss wieder in den Kreislauf zurückkehren. Man muss die Materialien wieder Vielleicht könnte man ja eine Prämie zahlen, wenn der Kunde den zurückschickt. Ja, das ist, ja, man will nicht, man will ja, dieses Verschicken kostet ja auch wieder CO2 und dieses Neutralisieren ist ja nicht der Sinn der Sache, sondern man muss ein Sammelsystem haben. Aber da muss man auch Schuhe drin haben, die dem Sammelsystem genügen. Also saubere Schuhe und nicht irgendwelche nicht definierbaren Schuhe, die irgendwelche nicht definierbaren Inhaltsstoffe haben, die nachher das ganze Granulat kontaminieren. Also ist ein Riesenproblem. Aber wir kennen den CO2-Fußabdruck von jedem unserer Modelle oder jeder unserer Sicherheitsschuhe und wissen, wo die Stellschrauben sind. Also die Sohle hat ein großes Gewicht, das Obermaterial hat ein großes Gewicht. Wo findet man alternative Materialien? Es gibt ja nachwachsende Rohstoffe, es tut sich ja viel bei Technologien. Insofern sind wir da, bleiben wir da am Ball, um zu sehen, was da möglich ist für die Zukunft. Was ist denn so Ihre Einschätzung? Sie arbeiten ja, wie wir gehört haben, mit vielen anderen Unternehmen auch zusammen. Es ist ja so, dass, wenn man mal in die Breite schaut, heute ganz viele Unternehmen quasi in der Falle sitzen. Auf der einen Seite die Probleme, die durch die Pandemie entstanden sind. Auf der anderen Seite der Druck, die Prozesse zu digitalisieren. Bleibt denn da überhaupt noch Raum, um sich auch noch, sage ich jetzt, um Nachhaltigkeit zu kümmern? Also fangen wir mal an. Die Corona-Pandemie hat uns nicht beeinflusst, weil wir ja für die Industrie, fürs Handwerk liefern, für die Forstindustrie. Die haben normal weitergekauft, die sind auch normal weitergelaufen. Das Problem, die Schuhindustrie hat Probleme mit den Modeschuhen. Die haben die größten, sagen wir mal, Sachen im Land zu bekommen, weil sich die Lebensweise doch ziemlich groß geändert hat. Die Freizeitindustrie, da heißt also Running oder Outdoor, die sind auch die Gewinner. Aber die Modeindustrie. So, um die Digitalisierung kümmert man sich eigentlich kontinuierlich. Es gibt zum Beispiel, man beginnt jetzt damit bei der Modellentwicklung, dass man so eine, wie nennt sich das, die
Customizing, ja, Customized Production oder die künstliche Intelligenz, jetzt habe ich, die dann sagen soll, ich mische mir das zusammen und mache daraus einen idealen Schuh. Dass man, ähnlich wie in der Musik, dass jeder was zusammengemischt hat und sagt, so, das will das Volk jetzt hören. Und man versucht das zu optimieren. Also es beginnt in der Modellentwicklung, da versucht man zu legalisieren, aber das ferne Ziel ist und das Ziel, wo es hingehen muss, ist, dass man die Schuhe wieder regional produziert, am besten im Ort. So war es damals, ich sage mal vor 400 Jahren, wo der Schuster von Dorf zu Dorf gegangen ist und Leuten die Schuhe gebaut oder repariert hat. Oder wenn wir jetzt regionaler wären, auch in Holland zum Beispiel, da haben die Diplomaten die Holzschuhe gemacht. Die wurden regional, wurde das Holz genommen, regional hergestellt und regional entsorgt. Man lächelt zwar über den Holzschuh, aber die Richtung soll es wieder annehmen. Und so kann ich erst klimaneutral werden. Und deswegen gehört es dazu, die Produktion wieder nah am Konsumenten zu positionieren. Und das geschieht nur mit 3D-Druck, mit dieser ganzen Digitalisierung, genauso wie Sie es gesagt haben. Da ist man aber auch, sage ich mal, noch in den Kinderschuhen, das passt ja bei uns, in den Kinderschuhen ist man ja noch verhaftet, und, aber die Entwicklung läuft an. Was würden Sie denn einem Unternehmer raten, der gerne nachhaltiger arbeiten würde, aber nicht so recht weiß, wo er anfangen kann? Gibt es da einen Tipp oder was hat bei Ihnen die Initiative ausgelöst, jetzt mehr auf Nachhaltigkeitskurs zu gehen? Sie kennen doch bestimmt den ganz bekannten Spruch von Nike, just do it. Man muss erstmal anfangen. Einfach anfangen. Man darf nicht sagen, ich mache jetzt einen Schuh und der ist komplett nachhaltig. Ich sage, wenn ich mit dem Schuhsenkel anfange oder wenn ich mit dem Fußball anfange oder wenn ich mit dem Karton anfange, einfach beginnen und anfangen zu sagen, ja, ich will nachhaltige Schuhe bauen, kriege aber nicht alles sofort nachhaltig. Die Sohle ist zum Beispiel für uns in unserem Bereich technisch noch gar nicht machbar, weil wir einer Norm unterliegen. Das heißt, der muss eine gewisse Ölbeständigkeit haben, der muss eine Leitfähigkeit haben, einen Abrieb, Rutschhemmung. Da hat die Modeindustrie oder Sportschuhindustrie hat das ja zum Beispiel nicht. Aber man kann anfangen, dass man Recycle-Anteile in die Sohle reinbringt. Das sind Schritte. Man kann nicht den einen großen Schritt erwarten, dass man sagt, so, da ist er, da steht er. Komplett nachhaltig. Da mache ich einen Holzschuh. Da geht. Und was auch hilfreich ist, sich Fachleute mit ins Boot zu nehmen. Wir arbeiten mit einem Beratungsunternehmen, mit einem Klimaschutzberatungsunternehmen aus München zusammen, schon sehr lange, also seit 2008. Und da bekommt man ja auch den wissenschaftlichen Hintergrund und auch die Beratung. Ja. Sehen, wie packe ich sowas an, wie analysiere ich das, wo sind meine Stellschrauben, und da empfiehlt sich das wirklich, da Fachleute zum Beispiel, das ist richtig, was du sagst, ist zum Beispiel, dass wir genau wissen, von jedem Modell, wie du vorhin gesagt hast, kennen wir den CO2-Print. Da habe ich den Ist-Zustand. Und erst mit dem Ist-Zustand kann ich ja erstmal sagen, so, wie kann ich mich verbessern, wo kann ich mich verbessern? Und wenn ich den Ist-Zustand nicht habe bei dem CO2, ja, ist das alles nur ein Raten. Und so wissen wir genau, setze ich Leder ein, nein, hat man gesehen, ist der Impact viel zu groß. Setze ich Mikrofaser ein? Nein, ist der Impact viel zu groß. Stahlkappen sind zum Beispiel viel besser, einfach zu recyceln. Gegenüber Kunststoffkappen oder Carbonkappen, es gibt ja alles Mögliche. Ja. Also nochmal nachgefragt, was hatte bei Ihnen den Impuls gegeben? Sind Sie irgendwann morgens aufgewacht und gesagt, okay, jetzt müssen wir mal nachhaltig werden? Oder war es mehr ein Prozess? Oder gab es einen Anlass, der Sie dazu gebracht hat? Ja, wir haben den Eimer mit grüner Farbe gefunden und haben es grün angestrichen. Nein, das nicht. Aber es ist eine Einstellung, die wir haben, die wir generell haben, die wir auch privat haben. Und das ist wirklich so, man muss einfach damit anfangen. Und wir finden auch, für unsere kommenden Generationen muss man den Schritt einfach machen, um zu sagen, wie kann was kann ich selber beeinflussen? Und das ist diese Produktionstätigkeit, diese Tätigkeit, die wir haben, dass wir die Schuhe, sagen wir, nachhaltig, und jetzt komme ich wieder, also weniger der Natur entnehmen, als wir benötigen. Und das ist der Schlüssel, und das ist eine Lebensweise und auch eine gewisse Einstellung. Ja, da haben Sie ja meine Abschlussfrage quasi schon vorweggenommen. Ich möchte Sie nämlich noch fragen zum Schluss. Unsere Zeit ist jetzt gleich um. Wie Sie es privat mit der Nachhaltigkeit halten? Vielleicht können Sie ein paar Beispiele geben, wo wir besonders stolz drauf sind. Was heißt besonders stolz? Ich glaube, jeder kann da seinen Beitrag persönlich leisten. Also wir haben zum Beispiel ein E-Auto, wir fahren viel Rad in der Stadt. Also das kann auch jeder oder jede machen. Wir achten auf unsere Lebensmittel, dass die ordentlich und möglichst bioproduziert sind. Man kann Plastik an allen Ecken und Enden einsparen. Es gibt ja die gute alte Seife als Beispiel. Ja.
Ja, da gibt es eigentlich viele Möglichkeiten. Oder wir haben eigene Garten. Man kann auch selbst tätig werden und was für Grün tun und für die Natur tun. Also da gibt Und es viele für seine Möglichkeiten. Gesundheit. Und für die Gesundheit, ja. Gut, damit sind wir am Ende und ich möchte mich noch Frau Nelke ganz herzlich für das interessante Gespräch bedanken. Ich finde das ganz toll, was Sie da vorhaben oder was Sie schon praktizieren mit Ihrem Schuh. Und ich wünsche Ihnen alles Gute.